Bei der Bundestagswahl am 26. September dürfen Erwachsene wählen. Dass auch Jugendliche politisch interessiert sind, beweist die U18-Wahl, die wenige Tage vor jeder großen Wahl in vielen deutschen Städten stattfindet. Oberberg aktuell war bei der Stimmabgabe an der Bergneustädter Realschule dabei. Es ist schön zu sehen, dass wir hier an der Realschule Merck-Neustadt das bestätigt bekommen, was wir vermutet haben, dass Kinder und Jugendliche sehr wohl Interesse an Politik haben und auch zu beteiligen sind. Das war der Anlass, weshalb wir dem Projekt des Landesjugendringes NRW gefolgt sind und die U18-Wahl NRW nach Beck-Neustadt geholt haben. Ja, wir haben die Schüler auf die Bundestagswahl vorbereitet, indem wir den Schülern natürlich erstmal die Bedeutung von Erststimme und Zweitstimme erklärt haben. Wen oder was man mit der Erststimme eben entsprechend wählt und mit der Zweitstimme. Einmal den direkt aufgestellten Kandidaten mit der Erststimme und mit der Zweitstimme eben die Partei, wie sich der Bundestag natürlich zusammensetzt. Wir haben die Schüler auch mit dem Wahl-O-Mat vorbereitet, haben uns aber auch mit den Parteiprogrammen intensiv beschäftigt. Ja, die Schüler sind sehr engagiert, weil sie natürlich auch aus den Medien mitverfolgt haben, dass es eine sehr, sehr spannende Wahl ist, dass es ein ziemliches Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Parteien ist und dass eben auch 40% der Bundesbürger nach aktuellen Umfragewerten eben noch unentschlossen sind und dass es natürlich auch zu entsprechenden Koalitionen kommen wird, da die Parteien nach momentanem Stand natürlich nicht so viel Prozent bekommt, dass sie alleine regieren können. Ja, wir haben darüber diskutiert, was in den Wahlprogrammen der Parteien steht. Besonderes Interesse, muss man sagen, hat bei den Schülern natürlich auch Umweltpolitik. Ja, wir haben die Schüler ab der 7. Klasse darauf vorbereitet und haben natürlich noch intensiver mit den Sozialwissenschaftskursen dieses Thema thematisiert, also sprich in Klasse 7, 8, 9 und 10. Mein Fazit ist, dass die Schüler sehr interessiert sind, dass die Schüler die Wahl auch mit Spannung erwarten und dass die Schüler sich auch freuen, dass sie selber auch mal an einer Wahl teilnehmen können, obwohl sie unter 18 sind. Seid ihr politisch interessiert und wie habt ihr euch über die Parteien und ihre Programme informiert? Also ich bin politisch interessiert, weil ich das demokratische System generell sehr interessant finde. Wir haben das im Unterricht mit unserem Klassenlehrer gemacht und haben uns auch noch mit verschiedenen Arbeitsblättern darüber informiert. Wart ihr von den Ergebnissen beim Wahl-O-Mat überrascht oder hat er euch in eurer Meinung bestätigt? Also ich war schon überrascht, weil jetzt nicht die Partei rauskam, die ich eigentlich... Also, die ich gut finde, kam eine ganz andere Partei raus. Seid ihr der Meinung, dass man das Wahlalter senken sollte? Ja, also ich denke schon, dass auch jüngere Menschen wählen sollten, weil sich auch jüngere Menschen auch produktiv über das Thema informieren.